Stellen sich seit langer Zeit Menschen die Frage, wie kann man ein Thema, den Klimawandel, vermitteln? Ein Thema, das verursacht wird durch Gase, durch Treibhausgase, die größtenteils nicht sichtbar sind und wo viele der Auswirkungen erst zu irgendeinem späteren Zeitpunkt in der Zukunft eintreten werden. Wie kann man dem Klimawandel also ein Gesicht geben? James Balog, ein National Geographic-Fotograf, hat sich als einer der ersten Menschen diesem Thema gewidmet. Der ist an einem Ort zurückgekehrt, wo er vor einigen Jahren gewesen ist. Der Gletscher, der einst da war, war weg, nicht völlig weg, aber zurückgeschrumpft. Und da hat er die Idee, im Zeitraffer, also über mehrere Monate, verschiedene Gletscher zu fotografieren und so den Gletscherschund zu dokumentieren. Ein wenig inspiriert vielleicht von dieser Idee nähert sich Simon Norfolk, der heuer bei den Erdgesprächen sprechen wird und dessen Bilder hier zu sehen sind, künstlerisch dem Thema. Er hat den Lewis-Gletscher auf Mount Kenya besucht, gemeinsam mit österreichischen Klimaforschern die ehemaligen Umrisse des Gletschers erforscht und dann mit einer Fackel und mit Langzeitbelichtung dargestellt. So schafft er es, dem, was einmal da war und heute nicht mehr ist, ein Gesicht zu geben. Ich freue mich total, Simon bei den diesjährigen Erdgesprächen zu begrüßen. Wenn du dich auch so freust wie ich, dann melde dich heute noch an unter www.erdgespräche.net.